Ja, und nun haben wir natürlich hohe Erwartungen an das Thema Elektrobus. Die beiden Busse der Firma Iveco, die wir heute in Betrieb nehmen werden und übergeben werden, lassen eine Reichweite von etwa 250 Kilometer zuverlässig erwarten. So jedenfalls ist die Zusicherung des Herstellers. Die ersten Tests sprechen auch dafür, dass das zumindest unter normalen Bedingungen nicht nur erreichbar, sondern wahrscheinlich sogar noch gesteigert werden kann, also noch eine weitere Reichweite erreicht werden kann. Aber wir wissen auch aus den Erfahrungen vieler Kollegen, die schon ein Stückchen weiter sind mit dem Thema Elektrobus, dass der Härtetest immer der Winter ist. Vor allen Dingen, wenn man einen Winter bekommt, wie wir ihn ansatzweise ja im letzten Jahr schon mal wieder gesehen haben, wo dann in der einen oder anderen Stadt eben die Elektrobusse auch nicht mehr zuverlässig eingesetzt werden konnten, weil sie einfach ihre Reichweiten bei weitem nicht erreicht haben. Das ist also sozusagen dann der Härtetest, die entscheidende Probe, wie zuverlässig der Elektrobus für die Zukunft sein kann, ob man auch dann die benötigte Reichweite erhalten kann. Wir werden ja die E-Busse zuerst in Warnemünde auf der Linie 37 zum Einsatz bringen, werden diese Linie dann auch vollständig mit dem Elektrobus bedienen. Da fahren also zwei Fahrzeuge und dafür brauchen wir eine tägliche Reichweite von 210 Kilometern. Insofern sind wir also einerseits optimistisch, dass wir das zuverlässig auf die Reihe kriegen werden und in den nächsten Wochen das sicherlich auch gut funktionieren wird, sind dann aber sehr gespannt, wie es sich unter allen Witterungsbedingungen dann tatsächlich darstellt. Da, wie gesagt, der Elektrobus so ein bisschen immer noch in den Kinderschuhen steckt und gerade das Thema Reichweite sich in den nächsten Jahren ja auf jeden Fall noch weiter nach oben entwickeln muss, setzen wir momentan bei unserem Antriebskonzept für die Busse für grob gerechnet die nächsten 10 Jahre auf einen Mix von Antriebsformen. Wir haben uns dazu verständigt, dass der Dieselbus praktisch schon ab heute Geschichte ist in Rostock, also was Neubeschaffung angeht. Natürlich werden wir noch eine ganze Reihe von Jahren mit den Dieselbussen leben, die wir im Bestand haben, aber wir werden keine neuen Dieselbusse mehr kaufen. Wir werden aber auch nicht 100% heute schon auf Elektrobusse setzen, sondern werden, so jedenfalls unser Vorschlag an den Aufsichtsrat, mit einem Mix von Elektrobussen und mit Biomethan angetriebenen Bussen in den nächsten 10 Jahren das Thema Antriebswende beim Bus ja nicht nur einleiten, sondern komplett bewerkstelligen wollen. Das ganz feste Ziel, was wir uns gesetzt haben, und da führt auch praktisch kein Weg mehr dran vorbei, ist, dass im Jahr 2034 spätestens der letzte Dieselbus in Rostock bei der RSAG zum Einsatz kommen wird. Der Weg bis dahin wird sicherlich ein sehr spannender sein. Auch das Thema Wasserstoff verlieren wir natürlich überhaupt nicht aus den Augen. Je nachdem, wie sich Wasserstofftechnologie entwickelt und wie sich auch die Einsatzmöglichkeiten und die Technik zum Beispiel bei Bussen entwickelt, werden wir natürlich auch hier weiterhin das Thema im Auge behalten, werden auch gerne, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, mal mit ein oder zwei Fahrzeugen dieses Thema testen. Und unsere Strategie ist auch so flexibel angelegt, dass wir, wenn sich denn tatsächlich doch Wasserstoff in Größenordnung durchsetzen sollte, gegenüber der Batterieelektrik, was im Augenblick nicht zu erkennen ist, dann können wir auch entsprechend umsteuern und können auch vor dem Hintergrund, dass wir eben nicht gleich 100% in die Batterieelektrik gehen, uns den Weg für Wasserstoff weiterhin offen halten. Das war ein ganz langer Anlauf, nicht nur für die E-Busse, sondern auch für die Busse in Warnemünde insgesamt. Das ist auf den Tag 25 Jahre her, das war 1996, als die ersten Busse der Linie 37 durch Warnemünde fuhren. Dem vorgeschaltet war eine lange, heftige Diskussion um das damals sogenannte ökologische Verkehrskonzept in Warnemünde. Gab also viel Widerstand. Am Ende haben wir so dieses Warnemünde Zwiebelprinzip entwickelt, dass man Fußgängerzonen hat, Poller bewehrt, das ist inzwischen fast alles umgesetzt, die Fußgängerzonen sind auch ausgeweitet worden, dass wir dann einen großen Bereich mit Anwohnerparken in Warnemünde haben, wo hauptsächlich Anwohner ihren Parkplatz finden können, ein bisschen Bewirtschaftung und außen drumherum die großen freien Parkflächen auch bewirtschaftet, aber dass wir so mit bei dem Autoverkehr in Warnemünde umgegangen sind,
Und ein wesentliches Element war damals diese Buslinie 37, die nämlich als Pionier dienen sollte. Sie fährt seit 25 Jahren, sie hat aber nie ihre richtige Funktion erreichen können, weil wir zu zaghaft waren, es ist trotzdem zu viel bewirtschaftetes Parken in Warnemünde. Und jetzt haben wir, glaube ich, die Chance, mit den neuen E-Bussen auch einen völlig neuen Quantensprung in Warnemünde zu erreichen. Ich habe für den 27. September eingeladen zum Lenkungsausschuss Autofreies Warnemünde. Da wollen wir uns erstmal in einem definierten Kreis drüber unterhalten, wie wir 2022 genau dieses autofreie, autoarme Warnemünde organisieren wollen. Ich glaube, das ist das. Inzwischen gibt es breite Mehrheiten in der Bevölkerung, natürlich auch in der Politik, die genau das auch haben wollen. Und da bin ich gespannt, wie die Diskussionen ausgehen, wie wir das so organisieren können. Im Kern stehen aber diese Elektrobusse und da freue ich mich auch drauf. Klaus sagte, die hört man nicht mehr. So ich bin auch als Radfahrer ein Ohr nach hinten und wenn da nichts ist, kannst du halt abbiegen. Ich weiß nicht, vielleicht bringen wir Fahrradklingeln an die Busse an oder so irgendwie. Man muss die schon ein bisschen bemerkbar machen. Aber schön, dass es an dieser Stelle losgeht. Ein Wort noch Richtung Landesregierung. Das kann nicht sein, dass wir keine Förderung für E-Busse kriegen, sondern dass, so ist mein Wissen, nach wie vor einfach nur auch Dieselbusse gefördert werden. Wenn wir das ernst meinen mit der Energie, mit der Verkehrswende, dürfte es eigentlich überhaupt keine Förderung mehr für Dieselbusse geben, sondern wenigstens für Hybridbusse, aber auch Gas, Wasserstoff, Elektrobusse. Aber alles andere dürfte hier in diesem Land nicht mehr sein. Und eigentlich auch genauso von der EU, von der Bundesseite, müsste das genauso in diese Richtung sein. Wenn wir als europäische Gesellschaft, als deutsche oder als Rostocker Gesellschaft hier umsteuern wollen, ist das ein wesentliches Argument, gesellschaftliche Kraft, gesellschaftliches Geld auch nur in diese Richtung zu investieren. Das wird schwierig. Die nächsten 5 Busse sind praktisch in der Pipeline. Die müssen wir uns also hart aus dem Stadthaushalt rausschneiden. Das tut auch in meinem Senatsbereich weh. Das heißt, bei allen weiteren Bussen müssen wir andere Wege gehen. Und deswegen auch nochmal den Aufruf Richtung Landesregierung, lasst uns da nicht im Stich, gebt uns Geld, arbeitet mit uns zusammen, damit das auch auf kommunaler Ebene klappt.